Hallöchen, heute zeige ich euch ein paar unglaubliche Lifehacks, wie leicht und schnell ihr Gamaschen für euer Pferd machen könnt. Und ich möchte, ohne viel zu labern, direkt mal loslegen. Gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert mich, wenn es euch gefallen hat. Und go, los geht's! In eine runde Kugel, die intelligente Knete hüpft auch, ne? Und dann zerdrückt ihr das Ganze und zieht es ein bisschen breit, möglichst dünn bitte, sodass es dann so aussieht und halt um das ganze Pferdebein passt. So. Und ich finde das jetzt zu lang und zu dick, deshalb reiße ich jetzt mal schnell ein bisschen ab, tue den Rest einfach beiseite und das ist meine Gamasche. Und dann nehme ich mir das erste Bein des Pferdes, ich hoffe, ihr könnt es gut sehen, und tue es einfach, hier ist der Fesselkopf, hier dieses Teil, was so rausgeht, das ist der Fesselkopf, da sind die Gamaschen, also da fängt ihr das an, anzulegen und dann einfach locker um das Pferdebein umwickeln. Ihr seht erstmal ganz komisch aus, aber dann braucht ihr eure geschickten Hände und zerdrückt das Ganze so schön um den Fesselkopf herum, um alles ganz schön drumherum. So, ich zeige euch das jetzt nochmal beim ersten, werde ich euch genau zeigen, wie das geht. So. Hier genau am Fesselkopf muss ich sein, aber in Realität ist es eigentlich genau am Fesselkopf dran, weil der Fesselkopf auch geschützt werden muss. So. Und schon habt ihr, wenn ihr fertig seid, eure erste Bandage Gamasche dran. Natürlich müsst nicht jeder vier nehmen, also an allen vier rufen. Ich möchte das aber, weil ich das persönlich ein bisschen schöner finde. Deshalb zeige ich euch das auch beim zweiten. Nehmt euch wieder so ein Stück Knete, rollt das wieder in eine runde Kugel zusammen und presst das so und zieht das auseinander. Das ist jetzt ein bisschen dünn, ist nicht schlimm, geht trotzdem. Wieder anfangen am Fesselkopf und dann hochgehen. Wenn es zu wenig ist, könnt ihr dann eh mal nach dazu nehmen. Ihr habt ja eure geschickten Hände, die das dann eh schön verschönern. Und ihr seht, ich brauche sogar keinen zweiten Teil, sondern das geht auch einfach so richtig schön. Sekunde, ich verschärfe mal die Kamera. Könnt ihr es vielleicht ein bisschen besser sehen. Also das geht auch ganz prima. Da braucht man wirklich kaum etwas. Ein Hilfsmittel. So. Und wenn ihr denkt, es gefällt euch so, ich habe jetzt die 2 hier gemacht. Vielleicht möchtet ihr 4, machen wir jetzt noch die 4. Also ich mache jetzt so schnell die 4 und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich die 4 gemacht habe. Das mache ich in Zeitlupe, nicht Zeitlupe, nein, immer schneller. Hier hinten ganz nah am Schwanz seid, dann geht das echt schlecht. Biegt mal schnell den Schwanz zur Seite. Dann biegt einfach ein bisschen den Schwanz zur Seite, wenn es bei eurem Pferd möglich ist. Wenn es nicht möglich ist, da zeige ich euch das Sekunde. So, dann es kommt eh wieder zurück der Schwanz. Also keine Angst, alles ist gut. Dann nehmt ihr euch einfach irgendeinen Stab oder Lineal oder wo auch immer, womit ihr auch immer das Ganze machen wollt. Ich nehme jetzt irgendwie so ein Ding von der Triangel, die wir in der Grundschule selbst gemacht haben. Und dann kann man das halt einfach so durchstecken, aber ich habe es ja jetzt schon durchgesteckt. Und kann das hinten noch so ein bisschen verfeinern, gerade machen. Und dann sieht das Ganze auch schon schön aus. Jetzt noch ein bisschen verschönern. Sekunde. So, das war's. Hier hinten noch ein bisschen. Wie gesagt, da könnt ihr euch helfen, wenn euer Schwanz da an der Seite ist des Pferdes. So. Und wenn ihr das Ganze habt, seid ihr eigentlich schon mit dem Hauptteil fertig. So, Sekunde, das sieht jetzt von der Seite schlecht aus. So, Sekunde, falls irgendwie etwas im Hintergrund. Lifehack, braucht ihr so ein Haargummi? Egal welche Farbe, ich habe jetzt einfach das hier genommen. Ich werde danach eh eine andere Farbe nehmen. Und, egal, ja, wie gesagt, welche Farbe. Und eine Schere. Zuerst fängt ihr damit an, dass ihr mit der Schere einfach einmal hier reinknipst und das Haargummi in 2 Teile zerschneidet. Danach sollte sich so etwas ergeben. Und wundert euch nicht, warum es bei mir so gerade ist. Ist es so gerade, da ich es, damit es gerade bleibt, ein paar Wochen lang oder ein paar Tage in einen Stift gesteckt, durch einen Stift gesteckt habe, damit es so gerade wurde. Jetzt kommt ihr zum nächsten Schritt. Ihr messt einfach ab, wie lang ihr das denn haben wollt für euer Pferd, für das Bein. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr einfach von oben nach unten es in euer Pferd reintut. Einfach so drehen, bis ihr zufrieden seid halt. So. Und wenn ihr zufrieden seid, nehmt ihr euch einfach wieder die Schere zur Hand und schneidet an der Stelle, an der ihr wollt, einfach das Haargummi ab. Und dann habt ihr schon mal eure erste Gamasche. Und es macht ihr direkt mit den anderen Beinen natürlich auch. Also hier würde ich jetzt am besten gucken, wie viele habe ich hier. 1, 2, 3, 4. Messe ich hier wieder ab. 2, 3, 4. Also schneide ich da wieder rein. So. Hab schon mal den zweiten. Und wenn ihr 4 haben wollt, macht ihr natürlich so weiter für die anderen Hufen. Wenn ihr das Ganze umgewickelt habt, sieht euer Pferd schon so aus. Ich finde, das ist richtig stylisch und das hat noch keiner erfunden. Also, wenn ihr das nachmacht, nehmt es einfach irgendwo mit, zeigt es und so eine Idee hat bestimmt noch keiner gehabt. Und das ganz einfach. Mit dem Rest, der übrig bleibt, behaltet den einfach. Den könnt ihr vielleicht noch für ein größeres Pferd einfach 2 Gamaschen nur für vorne benutzen. Also das kann immer noch behilflich sein. Behaltet es einfach nochmal zur Sicherheit. Für euren nächsten Gamaschen-Lifehack, der ist etwas schwerer, aber eigentlich auch richtig leicht und das hat einfach jeder zu Hause, braucht ihr wieder eine Schere.
irgendeinen Kleber. Ich nehme jetzt den, der sich einfach so abmachen lässt, ohne Schere. Trotzdem braucht ihr aber eine Schere. Und einfach irgendwelche Papiertücher in aller Art, welche ihr auch halt auch immer benutzen wollt. Und ja, los geht's. Zuerst nehmt ihr euch ein Tuch aus der Packung, faltet es komplett aus. Und dann schaut jetzt hier bei mir ist jetzt hier so am Ende ein Muster, was ich sehr gerne benutzen will. Und es ist genau in der Breite, in der es eigentlich sein soll. Ihr nehmt euch dann einfach eure Schere zur Hand und schneidet es in der Breite so lang ab, bis ihr ganz hinten angekommen seid. Ihr schneidet es so, wie gesagt, dass ihr die ganze Hälfte habt. Und ich möchte diesmal aber nur für zwei Beine, also nicht für vier. Deshalb seht ihr, hier ist es ja schon in vier Stück eingeteilt. Also eins, zwei, drei, also vier. Sind es also eins, zwei, drei, vier. Und ich schneide das einfach hier in der Mitte durch. Das ist auch ganz easy peasy gemacht. Zack, einfach hier in der Mitte durchschneiden. Schon habt ihr eure beiden Gamaschen. Und jetzt nur noch umwickeln und ja. Das Ganze geht natürlich auch richtig einfach. Einfach nehmen. Natürlich ganz einfach anfangen zum Wickeln. Das sind eher so Dressurgamaschen. Wenn ihr sie bunt haben wollt, nehmt euch einfach irgendwie Farbe, bemalt das Papier. Am besten ist es Klopapier und nicht irgendwie Papier, wo ihr drauf schreibt in der Schule zum Beispiel. Denn das wird nicht so schön, ja, sich nicht so schön umwickeln lassen um das Bein des Pferdes. Und das wickelt ihr dann so lange um, bis ihr total um das Pferdebein drumrum seid. Bereitet euch am besten zuerst den Klebestreifen vor, weil ihr seht, es geht jetzt schon wieder auf, weil ich den Klebestreifen vergessen hatte. Also ihr nehmt euch einfach ein Stück Klebestreifen. Macht ihn ja, wie gesagt, es muss jetzt nicht so ein dicker sein. Ups, sorry. So. Und einfach so ein längeres Stückchen braucht ihr erstmal nur eins, aber nicht so dick, wie ich jetzt gerade gemacht habe, sondern eher bitte, bitte ein bisschen dünner. Also, ihr seht gerade nichts, aber ja, so ein dünneres Stückchen. Und natürlich richtig umwickeln. Und dann tut ihr das Stückchen dran. Da könnt ihr jetzt mal kurz live dabei sein. So, umwickeln, bis ihr komplett durch seid um das Ganze. Pferdebein. Ich finde, das sieht auch echt richtig cool aus und es ist richtig schnell gemacht. Wirklich, wirklich cool, auch für Anfänger, die vielleicht nicht so gerne basteln, ist es wirklich etwas richtig Tolles. Und dann nehmt ihr anschließend einfach ein Stück Kleber und klebt es umdrum. Schon habt ihr eure erste Bandage. Ich habe es jetzt ein bisschen lockerer gemacht, weil ich nur eine Hand frei hatte wegen der Kamera. Und ja, das macht ihr noch mit den anderen Füßen, entweder Hufen, entweder nehmt vier. Ich möchte jetzt nur die beiden nehmen, also mache ich noch das andere Vorderbein. Ich habe mich jetzt doch für vier entschieden, also mache ich jetzt das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Hier seht ihr wieder den Streifen, den schneide ich aus. Mach ihn in zwei Teile und wickel es um das Pferdebein herum. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, sieht euer Pferd jetzt so schön aus. Genauso wie davor mit den Gamaschen. Sieht auch von jeder Seite schön aus. Wenn ihr es nicht bemustert haben wollt, wie ich, nehmt ihr einfach die Seite, die nicht bemustert ist. Muss auch nicht total gerade geschnitten sein. Kann auch ein bisschen schräg geschnitten sein. Das wird man eh nicht sehen. Die verdeckt ihr dann sowieso halt, wenn ihr das umwickelt. So sieht das aus. Und weiter geht's mit dem nächsten Lifehack. Für den nächsten Lifehack braucht ihr sozusagen eine Erweiterung, braucht ihr aber nicht unbedingt. Ich möchte aber, weil das Ganze so realistischer aussieht, also braucht ihr davor irgendwas Weißes unten drunter gelegt haben. Und als nächstes einfach so einen breiteren Faden. An das Fadenende klebt ihr so ein Stück von eurem Tesafilm. Und das tut ihr. Und dann fangt ihr an, das Kleberstück ist, tut ihr ganz nach hinten. Und dann wickelt ihr das Ganze um die Gamasche drumherum, dass oben noch so ein weißer Strich entsteht. Das wickelt ihr jetzt um drum. Das geht leider ohne Kamera, weil es ein bisschen, ja, Knifflearbeit ist und ja. Also bis gleich, ihr Lieben. Wenn ihr es richtig gemacht habt, ihr könnt auch statt Papier irgendwie weißen Stoff nehmen oder Stoff, der euch halt gefällt. Muss nicht unbedingt weiß sein.
Und dann sieht das Ganze so aus. Ui, ich finde das so schön und so realistisch. Den Stoff, also die Farbe von der Schnur, könnt ihr euch natürlich in eurer eigenen gewählten Farbe machen. Ich möchte es nämlich so machen, dass ich noch hier vorne rosa umwickle und hinten möchte ich die beiden weiß haben. Also werde ich das jetzt noch machen. Geht eigentlich relativ einfach, nur bei mir ist es halt schwer wegen der Kamera, weil die vor mir steht und es dann schwerer ist. Aber in Realität ist es eigentlich gar nicht so schwer, sondern echt mega einfach. Und wenn ihr fertig seid, sieht das so aus. Ihr könnt natürlich vorne zum Beispiel, wie bei mir jetzt im Fall rosa, also es ist rosa und so rosa-lila, ne? Könnt ihr natürlich auch vorne eine andere Farbe nehmen und hinten eine andere Farbe nehmen. Sieht natürlich auch ganz lustig aus. Ich finde das so schön. Und wenn ihr eines meiner Ideen richtig cool fandet, schreibt es gerne in die Kommentare. Macht das gerne auch nach. Und gebt mir wieder einen Daumen nach oben über einen Abonnenten dazu. Freue ich mich natürlich immer. Und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich finde, die Lifehacks waren wirklich super easy. Und wirklich richtig easy, leicht zum Nachmachen. Und ich finde, alle sehen auch ein bisschen realistisch aus. Und jedes der Gamaschen hat auch irgendwie etwas. Und ja, ihr Lieben, ich verabschiede mich. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr noch irgendwelche anderen Infos habt. Und tschüss!